Die Stadtwerke Schwerin eröffneten am Donnerstag feierlich die UNICEF-Ausstellung Wasser ist Leben im Foyer des Hauptgebäudes. Für die Schweriner ist die Wasser- und Abwassergesellschaft, kurz WAG, ein verlässlicher Garant für streng kontrolliertes Leitungswasser. In anderen Teilen der Welt gibt es weder Wasserwerke, Leitungen und schon gar keine Kontrollen. Die Folgen für die Bürger in Ländern wie Bangladesch, Äthiopien oder Kambodscha werden in der Ausstellung veranschaulicht. Die Besucher können sich am Rande der Ausstellung auf verschiedenste Weise direkt für die Verbesserung der Zustände einsetzen. Durch Fördermitgliedschaften, Spenden oder den Kauf von Grußkarten, deren Erlös Projekten zugutekommt. Auf die Kostbarkeit des Wassers hinzuweisen, ist auch der Wasser- und Abwassergesellschaft ein besonderes Anliegen. Also Wasser ist seit 2010 ein Menschenrecht und UNICEF setzt sich dafür ein, dass Wasser auch ein Kinderrecht ist. Und es gibt die Kampagne Wasser wirkt und dort will UNICEF erreichen bis 2015, dass 500.000 Kinder Zugang zu Trinkwasser haben. Die Wasservorkommen sind leider nicht gleich verteilt in der Welt und viele Menschen hier in der Welt, fast 1 Milliarde, haben also nicht so ein Glück wie wir und verfügen über so einen enormen Reichtum, was Wasser betrifft. Und insofern, denke ich, haben wir auch eine moralische Verpflichtung hier, unsere Mitmenschen in diesen Regionen zu unterstützen und Hilfestellung zu leisten. Zum feierlichen Anlass sangen Kinder der Märchenkita Schwerin in ihrem Rahmenprogramm Die Reise des Wassertropfens Fips lustige Lieder rund um Wasser und Waschen. Eine weitere Möglichkeit dazu zu lernen ist der Tag des Wassers am 23. März. Dann können das Wasserwerk Mühlenschaden und die Kläranlage Schwerin Süd besichtigt werden.